Kosles, wie haben Sie das Spiel aus Ihrer Sicht gesehen? Ja. Ich kann nur von mir sprechen, von unserer Mannschaft. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Ja, Templin hat sich sehr weit zurückgezogen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, sind gut in die zweiten Bälle gekommen. Haben ersten Druckphasen gute Chancen rausgespielt. Dann kam der Handelfmeter, der vielleicht auch ein kleiner Knackpunkt war, weiß ich nicht. Den machen wir leider nicht. Ja, es wäre zu dem Zeitpunkt völlig verdientes 1-0 gewesen. Somit bleibt es 0-0. Ja, zweite Halbzeit gehen wir auch 0-0 in die Pause. Wobei wir klar die bessere Mannschaft waren. Mit den Ambitionen sind wir rausgekommen in die zweite Halbzeit und haben es auch wieder gut gemacht. Ja, wir haben nicht schlecht gespielt. Meiner Meinung nach waren wir hier die bessere Mannschaft und haben unverdient verloren. Aber so ist ja manchmal Fußball. Ja, wir hatten 11 Meter, machen ihn nicht. Wir hatten einen Freistoß, machen den direkt rein. Und danach warten wir ein Handballspiel. Templin ist ja schon zu Recht mit einem Mann weniger denn gewesen, weil sie eine gelb-rote Karte bekommen haben. Danach war wie ein Handballtor, haben sie zum Schluss konsequent gut verteidigt. Ja, standen mit zwei Ketten tief im eigenen 16er und wir haben kein richtiges Lösungsmittel gehabt und haben somit unverdient 0-1 verloren. Aber nichtsdestotrotz, Glückwünsche an Templin.